Frictional Games. With support from Norden. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Die, die das Spiel kennen, wissen, es handelt sich um Amnesia The Dark Descent. Mein Name ist Crimson und ich bin heute Ihr Let's Player. Also noch einmal herzlich willkommen zu dieser allerersten Aufnahme. Um ein paar Worte zu sagen. Ja, womit fange ich an? Am besten... Ich weiß auch nicht, ich bin ein wenig aufgeregt, das merkt man mir vielleicht nicht an, aber... Naja, ich muss halt noch üben. Ich bin ein völliger Neuling im Let's Play-Geschäft. Geschäft vor allem. Wir sind ja alle geldgeil. Wie bin ich zum Let's Playen gekommen? Das wäre eine erste Frage. Alles fing damit an, dass ich über Amnesia erzählt habe, wie gruselig das doch ist und einige, die das Spiel nicht haben, im Freundeskreis wollten unbedingt mal sehen, wie das ist. Da aber eine Übertragung per Skype oder andere Programme nur schlechte Qualität hatte oder gar nicht möglich war, bin ich mal vom Erzählen gesagt, das ist so verdammt gruselig, also aus meiner eigenen Sicht, habe ich mir gedacht, hey, warum mache ich dich als Let's Play? Und lade es hoch. Das Endergebnis seht ihr hier. Die Idee wurde angenommen. Wie bin ich zu Amnesia gekommen, ist die nächste Frage. Es handelte sich dabei um einen einfachen Videoeintrag auf einem anderen Internetnetzwerk. Verzeihung, das war der Bart. Welches. Und da habe ich gedacht, das ist wow. Entweder der Typ, der da spielt, hat im Moment keine Waffen oder das Spiel hat gar keine Waffen. Denn so wie er sich vor dem Monster versteckt, hat er jedenfalls keine Waffen. Also für die, die es noch nicht, die das Spiel noch überhaupt nicht kennen, ja, ihr wisst jetzt, es gibt hier Monster, aber nicht einfach eine ganze Horde, so wie in den meisten anderen aktuellen Spielen. Nein, hier gibt es nur ganz wenige, aber die sind tödlich genug, da man selbst nur stinknormaler Mensch ist, aber dazu später mehr. Zum Let's Play an sich, die Idee habe ich deshalb genommen, weil ich muss es zugeben, ist am besten, dass man damit der Schande lebt. Ich bin ein riesen Gronkh-Fan. Seit der ersten Minecraft-Folge, also nicht, ich war nicht live dabei, ich habe alles aufgeholt, aber ein riesen Gronkh-Fan, eine Wahnsinnsstimme für einen Let's Player, nicht so kacke wie meine. Und ja, also einen heilen Respekt habe ich auch vor diesen Menschen. Der kann am Band erzählen und da kommt manchmal Scheiße raus, aber meistens nur lustig und auch oft zum Nachdenken. Also auf jeden Fall zum Weiterempfehlen, ich habe jetzt hier ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Dafür habe ich euch eigentlich geschlagen. So, wahrscheinlich gehört. Und ja, ohne weitere Umschweife, mehr erzähle ich euch später. Ich muss nochmal kurz die Einstellungen checken. Das sieht gut aus. Die Mausempfindlichkeit muss ein wenig höher. Ich mache das mal so. Soundeffekte sind gut. Also ich müsste gut zu hören sein, das meine ich damit. Stürzen wir uns ins Spiel. Neuer Spielbeginn? Ja, nein, ja, natürlich. Und das, liebe Freunde, das ist der
Ladebildschirm, der euch nicht so häufig begegnen wird, mir dafür aber viel häufiger, weil ich muss ihn ja ertragen, ich kann für euch ja die Aufnahme so schneiden, dass ihr das später nicht mehr seht. Aber für heute soll es das mal gewesen. Wir wollen das Spiel so weit wie möglich komplett mitnehmen. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Ich habe gerade nicht aufgepasst, ich muss an eine Tastenkombination erinnern. Jedenfalls, wir den Investor auf Computer haben. Wir haben also erfahren, wir heißen Daniel. Und ja, das war gerade ein sehr seltsamer Monolog. Wir finden aber weiter heraus, was es damit auf sich hat. Jetzt aber erstmal der Hinweis. Wir haben einen Hinweis erhalten. Mit J kriegen wir unser Tagebuch auf. Und dort können wir dann weiterhin alles erfassen. Notizen, Tagebücher oder Mementos. Wir haben gerade nur ein Memento erhalten. Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Dann tun wir das doch einfach mal. Das ist immer so ein bisschen, wenn man irgendwo aufwacht und überhaupt nicht weiß, wo man ist. Noch etwas zum Spiel. Ich habe es bereits einige Male angespielt jetzt, nachdem ich es lange nicht mehr gespielt habe. Also ich habe es eigentlich schon einmal durch, habe es dann aber eine ganze Weile liegen lassen und weiß daher eigentlich schon gar nicht mehr so richtig, wie es ging. Aber durch die Testaufnahmen habe ich jetzt schon in die Steuerung hereingefunden. Oh, das waren tausende Testaufnahmen, sind das gewesen, denn da hat mir entweder das Video nicht aufgenommen, oder der Ton vom Spiel oder irgendein Gerede. Irgendwas hat immer gefehlt oder hat nicht gestimmt. Aber endlich haben wir das jetzt so weit drin. Das war gerade wieder ein bisschen gruselig. Ja, also aufgrund einer Nachfrage, es ist mir glücklicherweise erlaubt. Sämtliche Schockmomente, an die ich mich noch erinnere, davon mal abgesehen, nicht ansagen zu müssen, sodass man die volle Wirkung entfalten kann. Damit das Spiel auch seinen Reiz nicht verliert. Diese Zunderbüchsen hier, die werden später noch richtig wichtig. Also je nachdem, ob ich sie verwenden möchte oder nicht. Ich denke, an ein paar Stellen muss ich es machen. Und an manchen Stellen wieder nicht. Und, naja, das Spiel hat ja angeblich, hat ja bekanntermaßen Monster. Und die verstecken sich auch mal gerne. Nicht in Schränken. Okay, da war jetzt ein bisschen fies. Aber das gehört nun mal dazu. Bisschen gemein muss ich auch sein. Hier ist auch kein Monster drin. Nein, also in Schränken verstecken die sich grundsätzlich nicht. Aber die können hier
überall auftauchen. Das ruckelt gerade ein bisschen bei mir, da bricht die Framerate ein. Diese Geräusche manchmal. Ich will den jetzt atmen. Ich hoffe, dass das jetzt alles zu hören ist. Täusche ich mich oder kommen da gerade die Wände näher? Ist ja cool. Ich gehe mal weiter, bevor ich hier drüber als Piepmatsch ende. Daniel? Alles böse? Na, geht doch. Da hat er sich gerade ein bisschen eingeschissen. Und sich ein kleines Baby auf den Boden gelegt. Naja, aber ich glaube, ich wäre auch nicht gerade das pure Leben, wenn ich durch diese Gänge laufen würde und ich wüsste nicht, wo ich hier bin und ob das alles nicht nur ein Traum ist. Das ist immer so das Schönste, was man auch nur erleben kann in einem Spiel. Wenn irgendwo ganz langsam und knarrt sich eine Tür aufschwingt. Den Raum kenne ich eigentlich auch schon gar nicht mehr. Ja, jetzt wo ich sie sehe, diese Scheißrüstung gleich enthaupten. Das ist auch schön, man kann hier fast alles greifen und nehmen. Also mit Linksklick mache ich das immer. Wie üblich, und mit Rechtsklick kann man es dann richtig schön wegschmeißen. Also Daniel ist nicht unbedingt ein Schwächling, aber ein Angsthase. In dem Schrank liegt auch kein Monster, aber auch keine Zunderbüchse. Schade. Dann gucken wir mal, wer uns hier eingeladen hat. Offensichtlich niemand. Wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in der Umgebung mit Hilfe von Zunderbüchsen an oder suche nach anderen Lichtquellen. Ah ja. Also geistiger Zustand, die tun ja so, als wären wir verrückt. Also ich bin vor allem verrückt, weil ich im Moment gerade mit mir selbst rede, aber eigentlich erzähle ich euch das ja nur. Ach, auch so eine schöne Macke des Let's Playen. Normalerweise echt, ich hatte, als ich das erste Mal gespielt habe, ihr könnt mich jetzt ein Beispiel, aber ich habe damals echt teilweise keine 5 Minuten spielen können, ohne auszumachen. Aber jetzt, bei diesem Let's Play, weiß ich, ich bin nicht allein, ihr schaut mir zu, bin auch zeitlich versetzt. Also ihr guckt euch das jetzt gerade an, aber ich habe das ja schon vor Stunden, Tagen, was weiß ich, gespielt. Keine Ahnung, wann, wie lange das hier gebraucht hat, um seinen Weg auf YouTube zu finden oder zurechtgeschnitten zu werden. War aber bestimmt ein Haufen Arbeit. Kann ich ja für mich aus meiner Zeitachse hier noch gar nichts sagen. Oh Mann, ey. Warum vergesse ich sowas eigentlich? Ich habe doch so viele Testläufe gemacht. Das ist auch schön. Kurze Anmerkung, man merke, beachte den Boden, ein bisschen staubig, aber sonst sauber. Da plätschert ein bisschen rein von oben. Hör nicht, nein, wir werden so zu Staub zerfallen. Okay. Papier sind wir nicht, wir sind ein ganz normaler Mensch. Wir sind gut zusammengewachsen. Lecker, 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 lecker. Da, wir seid ihr dann? Gut, so verschwinden wir also einfach. Ich wollte nicht mit uns reden. Ach, der braucht schon Freunde. Forever Alone ist viel cooler. Und ja, ich weiß, dass ich nicht unbedingt der Lustigste bin. Aber lasst mir die Freude. Wer weiß, manchen von euch gefällt das ja sogar und ihr macht einfach mit mir. Das finde ich in meinem Spiel so gut. Die Augen passen sich da
einer kurzen Weile auch an die Dunkelheit an. Hier wird's reingehen. Ich glaube, hier gibt es noch was. Ein bisschen heftiges Papier vom Luftzug. Das ist echt eine Scheißbude. Die ist hier so undicht gebaut. Das ist jetzt gerade nicht zu sehen, das werde ich nachher noch überprüfen, aber ich kann es glaube ich nicht drauf schmeißen. Da hat sich gerade jemand bei Facebook an... Ach, da ist das Problem. Genau das meine ich. Das lege ich mir jetzt hier so hin. Dann können wir drauf schauen. Und da steht ganz deutlich drauf, Pflanzenreich, ein schwedischer Spielehersteller, der sich die Mühe macht, ein Buch mit einem deutschen Titel zu versehen. Finde ich gut. Nein, das hat natürlich einen anderen Grund als die Freude zur deutschen Nationalität. Immer schön in die Regale gucken, es könnte etwas Wichtiges da stehen. Das bin nicht ich, der hier wackelt. Das war wirklich gerade das Gemäuer und da riesig schon der Staub. Ach übrigens, ich sehe es wahrscheinlich bei der Aufnahme nicht, aber wer Grafikfehler findet, kann sie behalten. Tut mir natürlich leid für euch. Wir haben schon 8 Sonderbüchsen, ist ja Wahnsinn. Ich habe doch, glaube ich, gab es doch irgendwo schon was für die Lampe. Ich fühle mich jetzt verarscht. Schreibt's doch in die Kommentare, wenn ich irgendwo was übersehen habe. Hey Crimson, du hast da... Na, Kohle übersehen und nicht. Also ich freue mich auf jeden Fall, falls es Feedback gibt. Achso, ist was wichtig. Hier endet die Spur der mysteriösen Flüssigkeit. Juhu. Da ist endlich mal Öl für die Lampe. Damit wir die Lampe laufen können. Die brennt schließlich auch nicht ewig. Die wird auch mal an Altersschwäche sterben. Oder zumindest an Ölmangel. Okay, hier liegt eine Notiz. Und ich halte jetzt mal kurz die Klappe. 19. August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him.
your former self, Daniel. Okay, also das war jetzt ganz schwer zu erkennen. Die Lösung des Rätsels, warum wir hier sind. Daniel hat sich selbst einen Vergessenstrank gebraut. Zum Glück weiß er noch, wie man läuft, atmet und Dinge aufhebt und Angst hat. Ansonsten wäre das hier sehr ungesund. Entschuldigt, wenn ich jetzt immer so im Voraus manchmal ein paar Rätsel löse, aber das liegt nur daran, dass ich das alles aus der Testaufnahme kenne und teilweise schon nicht mehr sehen kann. Da werden sich manche wundern, ey, wenn er so viele Testaufnahmen gemacht hat, und dann warum vergisst er denn, dass ich da die Tür öffne? Ja, ich habe halt selektives Erinnerungsvermögen. Um zu laufen, halt das Schiff links mit Bewegen gedrückt. Ja, wird bestimmt noch nützlich sein, vor allem wenn wir weglaufen müssen. Was haben wir hier? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Das war eine Erinnerung. Also manches konnte Daniel nicht wirklich vergessen. Es ist in sein Gehirn eingebrannt. Und wenn er bestimmte Orte oder Dinge sieht, dann kann er sich schlagartig erinnern. Hatte ich auch manchmal, so wie so ein Déjà-vu. Ja, das ist merkwürdig. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Dann haben wir gar keine Chance. Organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Ich denke schon. Und wie müssen wir doch da lang? Also ich würde jetzt gerne da lang gehen. Oder? Nein, das hier ist die Eingangshalle. Wir verschwinden jetzt einfach mal. Steig hoch, du roter Adler. Und nein, das war jetzt nicht ausgedacht. Das Lied gibt's immer noch. Unsere Freunde, die Kakanapis, sind wieder da. Die stören uns zum Glück nicht. Aber irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund, die stören uns auch. Die Öllampen, die habe ich ja wirklich noch nicht. Die habe ich echt. Das war mir jetzt neu. Ich möchte raus. Der Schatten verbirgt und versperrt uns den Weg. Irgendwie ein Krümel gerade an der Hand. Deshalb bin ich kurz stehen geblieben. Weiter geht's. Wohin? Ach ja, wir müssen zuerst ins Labor. Ich habe gerade eine kleine Idee für diese Ladebildschirme, die ihr eigentlich sehen müsstet. Und zwar ist das jetzt hier eine offizielle Umfrage. Soll ich diese Texte vorlesen oder reicht es, wenn ihr euch diese einfach nur selber durchlest? Also ich mache es gerne, wenn ihr es denn hören wollt. Ansonsten, you are now reading this in my voice. Spiel. Es ist so vielseitig. Hier mal gar nicht gerade nichts. Es ist hier so arschdunkel. Dann sieht man gleich ein bisschen besser. Vor allem
beruhigt so ungemein. Das hört sich nach Wasser an. Was ist das? Ich hab nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Also ich hab nichts gesehen. Brauchen wir immer. Tut mir leid, dass ich das jetzt so abrupt gemacht habe. Das ist übrigens unser Interface. Hier haben wir unseren körperlichen Zustand und unseren geistigen Zustand. Wir sind schon ein bisschen angeschlagen geistig. Kopf dröhnt und die Hände zittern. Das macht aber nichts an sich. Ist der geistige Zustand nur ein Alarmsystem dafür, wie schnell uns die Monster entdecken können. Im Moment sind wir halt ein bisschen aufgeregt. Ja, wer ist das nicht? Aber die Erkundungstour hier macht schon Spaß. Besonders unserem Daniel. Mein Haus ist jedenfalls nicht kaputt. Nein, das ist das Spiel, hier bebt es ein bisschen. Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzen ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Ja, das sagt uns zur einen Hälfte viel, zur anderen Hälfte fast gar nichts. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Und ich bin sehr froh, dass ich Ingredienzen richtig ausgesprochen habe. Als ich eine Testaufnahme hier unten gemacht habe, oh, ich habe da bestimmt 5 Minuten dran gesessen, dieses Wort richtig auszusprechen. There should be more Cooperite. Let me see, let me see. And one part aqua force. Das war der gute Alexander von Brandenburg. Also das war jetzt auch, das war jetzt gespoilert. Scheiße, nein, dann. Ja, okay. Also diese dunkle Stimme ist Alexander von Brandenburg, der Schlossherr, bei dem wir hier gerade zu Gast sind. Ich klicke gleich diese Nachricht hier an und dann hört ihr wieder was oder ich lese was vor. Ich muss erstmal kurz was trinken. So, weiter geht's. Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Cuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Sehr interessant, sehr gut. Wir wissen, was wir zu tun haben und hier finden wir den Chemietopf des Schlosses. Ich wusste gerade keine Bezeichnung. Das jetzt irgendwie mystisch erscheint, dass man das Ding so beleuchtet hat, aber das machen ja alle Items, die man aufnehmen kann, selbst die winzig kleinen niedlichen Zunderwüchsen. Ich mache die Abholzungsfäde, das Öl noch aus. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Okay, was das zu bedeuten hat, ist mir auch noch unklar. Ah.
Also zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. Also ich tue so, als hätte ich keine Ahnung. Und ihr tut einfach mal so, als würdet ihr mir jetzt glauben. Dieses Chemielabor werden wir, da wir ja den Chemietopf haben, ich denke, noch gut gebrauchen können. Den stelle ich einfach mal schon hier runter, da gehört er auch hin. Wir haben jedenfalls etwas ganz anderes zu sammeln. Genug. Wir müssen es ja nicht so oft verwenden. Gehen wir wieder. Hier drüben ist nämlich auch was. Stopp das. Öl. Sehr schön. Die wurden ja schließlich dahin umgelagert, wie aus der einen Notiz zu entnehmen war. Ich mach doch gar nichts. Blöde Kuh. Naja, wer weiß, vielleicht hat dies auch gleich hinter sich. Wer hätte es gedacht, die Tür ist verschlossen und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Welches Spiel wäre perfekt ohne zwei, drei verschlossene Türen? Keines. Und so ist es auch bei Amnesia nicht anders. Da hat jemand Stummarrest. Hier ist wieder ein Gang eingestürzt. Also die Ruine hier ist echt baufällig. Der Schlosser könnte ruhig mal hier ein bisschen die Ingenieure kommen lassen. Und die Maurer. Restzimmer. Und nichts, was auf dem Boden liegt. Oh. Doch eine Zunderbüchse. Gut, dass wir die jetzt aufgehoben haben. Später, glaube ich, kommen wir hier nicht so leicht mehr vorbei. Das ist jetzt die einzige Tür, die mir einfällt. Woanders kommen wir nicht lang. Das Eingangstor ist zu. Durch die Raffinerie kommen wir nur mit einem, wenn wir das organische Gewebe entfernen. Und langsam fügt sich das Bild des Rätsels. Wir brauchen die vier Zutaten. Kuprit, Opiment, Königswasser und ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Um eine säurehaltige Lösung herzustellen, die das organische Gewebe zur Raffinerie entfernen kann. Das ist natürlich auch so wirklich so ein Gang. Hier möchte man ein bisschen einziehen. Muss ich dazu sagen, das ist so mit das Schlimmste, was es bei mir geben kann. Wenn ich wirklich ganz krass an meine früheren Albträume erinnert werde. Darin lag ja auch, ich weiß gar nicht, habe ich das schon erwähnt vorhin, darin lag ja auch der Reiz dieses Spiels, dass das, Entschuldigung, ich muss kurz husten. Das hat man bestimmt gehört. Muss ich noch lernen, wie man es rausschneidet. Ich denke mal, da mache ich dann eine leere Soundspur rein. Ja. Kurz das hier. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling
there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Sehr interessant. Der gute Daniel war also schon mal in Algerien. Ein weit herumgekommener Mann. Wo war ich stehen geblieben? Also, genau. Amnesia hat mich von der Atmosphäre her ganz krass an meine Träume erinnert, also meine Albträume. Ich träume nicht immer nur so einen kleinen Scheiß. Hier. Oh, ich hätte hier so mit zwei dazu gehen. Weiter nächste Notiz. Wilhelms Vertrag. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brandenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wiedererlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brandenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen, sonst breche ich ihm was. Wilhelm Haus Gierig. Ich muss einfach mal kurz stehen bleiben, dass ich einen vernünftigen Monolog führen kann. Wir behalten die Türen im Auge, falls uns jemand besuchen kommen will, den wir hier nicht haben wollen. Ja, also ich habe früher so oft Träume gehabt, wo ich in, ja, in relativ leeren Gebäuden war, mit einer ähnlich gruseligen Atmosphäre. Und irgendwann bin ich dann auf den Hausherrn gestoßen, der mir dann seltsamerweise einfach mal erzählen wollte, was habe ich auch in seinem Haus zu suchen. Hier ist es so, dass ich mich durch die Monster an diesen Hausherrn erinnert fühlte, weil die sind ja ähnlich hinter ihm her und wollen einem ans Leder. Und man kann ja in dem Spiel nichts machen, nur laufen und sich verstecken. Gut, weiter. Das also als kurze Info von dem Schisshasen Crimson. Oh, ich muss einfach mal eine Lampe anzünden. Dieses Geknister von der von meiner geistigen Gesundheit liegt so auf dem Puffer. Überprüf. Oh, die Schublade. Check all the cupboards. Something interesting could be there. Oh Gott, ich traue mich eigentlich gar nicht nur hinzusehen. Also wenn ich hier wohnen würde, ich hätte hier noch 10, 20 Lampen allein an die Wand gehangen. Keine 10 Pferde würden mich, vor allem nicht nach 22 Uhr, wenn alles dunkel ist, durch diesen Gang bringen. Am besten stell mich taub oder hab dermaßen Musik in den Ohren, dass das Monster schreien müsste, um mich zu finden. Kamine kann man übrigens mit den Zünderbüchsen auch anzünden. Glaube ich. Ja, das geht. Machen uns ein bisschen warm. Also wir finden eigentlich so viele Zünderbüchsen. Manchmal nehme ich tatsächlich... Da lagen zwei Typen drin. Nein, manchmal nehme ich tatsächlich lieber die Dunkelheit in Kauf, als eine Zünderbüchse zu verschwenden. Und damit auch die schwache geistige Gesundheit Daniels. Als dass ich draufgehe. Ach, blöder Stuhl. Weg mit dir. Die beschwerfen kann er den Schwein aber nicht so holen. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered.
Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Nein, Daniel, wie kannst du sowas machen? Also der Algerien-Ausflug war nicht einfach nur zur Erholung, das war sogar mordspannend. Das finde ich auch immer so cool, man kann hier die Türen zwar greifen, so wie es der Cursor sagt, dann verschwindet er und dann sieht es aus, als wenn die Tür sich wie von Geisterhand bewegt. Ja, da kann man die nicht so richtig schlagen, also die richtige Drehtür ist es nicht, dass man die wie Chuck Norris einfach zuschlagen könnte. Das ist auch so eine ganz blöde Sache im Spiel, dass man sich um die Ecke lehnen kann, um zu gucken. Wenn da dann gleich das Vieh steht, dann hat man den Herzkasper seines Lebens, also... So, kurz die Laterne. Ich hasse sowas immer. Schlüsselfüllung Weinkeller. Hier ist irgendwie was im Ofen. Das muss echt noch jeden einzelnen Ofen irgendwie. Da meldet sich wieder jemand bei Facebook an. Also in der nächsten Aufnahme, das verspreche ich euch, da stelle ich das aus. Da mache ich sämtliche Nebenprogramme einfach aus. Stört das nicht weiter. Dann mache ich das gleich, aber dann ist die erste Episode schon völlig unspannend zu Ende gegangen. Ja, wenigstens noch in den Weinkeller spielen. Dort die Ingredienzen. Jetzt habe ich es schon wieder verkackt. Okay, hier ist zu. Das heißt, wir müssen hier lang. Und hier ist es wenigstens hell, sodass die Grafik nicht so verschwindet. Von da kommen wir übrigens. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich hier auskenne, sondern das liegt, verzeiht mir, dass das jetzt so stereotypisch oder was weiß ich kommt, aber das ist eine Männereigenschaft, das räumliche Seh- und Erinnerungsvermögen, dass man einfach weiß, wo liegt hier welcher Ausgang. Gruseliger Korn. Jetzt wieder mit dem nötigen Ernst. Ich muss aufhören, schlechte Grand-Kopie zu sein. Oh Gott, habt ihr das gehört? Ich weiß gar nicht, habe ich das damals ohne Ton gespielt, um mich nicht so sehr zu fokussieren? Schnuckelig! Ja, anfassen muss ich die ja nicht. Drauftreten kann leider nicht. Cool, Klavier. Ich kann leider nicht drauf spielen. Eine Rolle Papier. Nur 3 Rollen Papier. Das ist alles einfach zu wenig. Der Schrank ist nicht mal voll.
mir am Arsch zugefallen. Weiter. Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Das muss ein Hinweis sein. Das ist ganz bestimmt ein Hinweis. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Na super, dass beim Bau der Burg schon dran gedacht wurde, extra schwache Stellen zu nehmen, sodass das Ding beim kleinsten Naturkatastrophchen einfach mal über unseren Schädel zusammenkracht. Ich fühle mich viel sicherer durch diese Erinnerung. Danke, ich bin richtig ermutigt weiterzugehen. Ich fühle mich hier so... Hier ist auch mal was kaputt gegangen, interessant. Von Preußen. Also entweder die Karte ist alt oder das Spiel. Borussia. Preußen heißt also eigentlich Borussia. Deshalb wahrscheinlich auch für die, die es kennen, Borussia Dortmund. Jeder von anderen. Jeder hat schon mal den Begriff Borussia Dortmund gehört. Freund, nicht unter den Tisch kriechen. 17th of May. 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Okay, wir sind hier anscheinend in einer Vision und ich kann mich nicht wirklich davon abwenden. Also wie gesagt, er fühlte sich davon angezogen, er kann den Blick nicht wirklich abwenden. Selbst wenn ich mich nach ganz hinten drehe, er will sofort wieder dahin gucken. Ich wünschte, ich hätte einen besseren Rechner, dann würde das hier wahrscheinlich richtig genial aussehen. Aber mir geht's um Spielspaß, nicht um Grafik, also... I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay, also das war jetzt gerade, würde ich sagen, mit die heftigste Erinnerung, die Daniel jemals hatte oder haben wird in diesem Spiel. Jedenfalls sollten wir jetzt gehen. Hier liegen Steine herum. Damit können wir bestimmt hier... Oh, schön. Kleine Ursache, große Wirkung. Hier passt ein ganzer Mensch durch. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel.
Wir haben also gerade gelernt, der Alexander ist ein kleiner Schisser. Und ein Kontrollfreak. Wie war... Das Buch kann man nehmen? Mechanismus. Nein. Geschafft. Die Geheimtür. Im Schrank sind noch keine Monster. Hier ist der lang gesuchte Schlüssel zum Weinkeller. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschungen lange genug gefährdet mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brandenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs, oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt. Meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Mal ein bisschen nachtragen kann man ja mal sein, ne? Schublade wieder zu. Hier drüben ist auch ganz nur wieder das Buch Pflanzenreich und das andere, was man nicht lesen kann. Hier die Tür offen. Freiheit! Ja, wir sind wieder um das Eingestürzte herumgekommen. Wenn man es jetzt so verfolgt. Was ich letztes Mal gar nicht geguckt habe, war, ob das auch wirklich gut gemacht wurde und nicht einfach nur... Habt ihr das gesehen? Wie das war ich nicht, aber da ist gerade was um die Ecke geschlichen. Nee, da ist nichts. Also, okay, zusammenreißen. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Hier kommt auch keiner um die Ecke. Aber... Ich hoffe, das ist nachher noch zu sehen gewesen. Oh Gott, das war eigentlich viel zu schnell. Ich hoffe, dass wirklich das Fraps das mitgeschnitten hat. Oh nein, nein. Ich habe nur noch diese Staubwolke kurz in der Luft gesehen, eigentlich. Aber ich hoffe, man hat es eigentlich... Ja, also ich halte mich hier nicht länger auf. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier in die Eingangshalle. Einfach wegen der Cinematik.
Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ich hoffe, das war jetzt schon mal wert. Tschüss.